Hallöchen. Ich bin mal wieder viel zu spät und muss deswegen noch kurz Sachen einstellen. Kleinen Moment. Wir können gleich richtig anfangen. Wie geht's euch? Hi Vampire Girl und MacLeod. Hi. Warte mal, ich höre, es ist gerade noch alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles geht drunter und drüber hier. Aber ich krieg's hin. Kriegen wir schon alles hin. So, das ist schon mal gut. Das ist meine ganz normale Winterfrisur. Im Winter lasse ich die Haare wachsen, weil das sehr angenehm ist. Und ich habe halt Locken. Dann sieht das so aus. So, kleinen Moment. Jetzt muss ich hier noch schnell gucken. Halt, stopp. Okay, sieht soweit eigentlich gut aus. Da muss ich mir nur noch die beiden Chats schnell so hinrichten und dann können wir loslegen. Das hier hin, schwupps, und das dahin, das hier hin, und dann sieht's eigentlich ganz gut aus. Okay, hallo zusammen. Hi, Vampire Girl, habe ich ja schon gesagt, und Matt Clyde und David und das Knüttel und Dokai und Gromdorn und Mike Rü und Sebastian und Dreadlegs. Hi zusammen. Und Getty Dog, hallo. Oh, ich muss mal noch kurz wegen dem Sound gucken. Wartet mal. Das ist aus, das ist auch aus, das muss auch weg. Und wartet mal. Oh. Und wir haben Silent Hill Sound auch. Perfekt. Hi Philipp. Gut. Genau, heute, ich habe ja, letzte Woche musste ich ja die Streams leider ausfallen lassen. Aber vorletzte Woche wollte ich ja Dingsy Bumsy hier fertig kriegen. Resident Evil Code Veronica. Und deswegen habe ich gesagt, kommt, beim nächsten Mal machen wir einfach ordentlich Silent Hill. Und deswegen machen wir heute einen ganzen Silent Hill Stream. Übrigens, weil wir gerade dabei sind, habe ich mich dazu entschlossen, dass wir, glaube ich, wieder zurückstellen. Wir machen wieder zwei Streams in der Woche, die jeweils 3 Stunden dauern, statt ein 6-Stunden-Stream. Es ist mir irgendwie lieber. Ich dachte ursprünglich, also so, wisst ihr, wenn ich arbeite gern so, dass ich mich auf ein Thema voll fokussiere und voll konzentriere und dass ich sage, hey, heute werde ich mich den ganzen Tag nur um Podcast schneiden kümmern oder nur um dieses Video oder so, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, wäre es doch eine gute Idee, wenn ich einen fokussierten Streaming-Tag mache. Aber ich habe gemerkt, dass das irgendwie nicht so gut funktioniert für mich. Ich glaube, 2 kleinere Streaming-Tage sind mir lieber. So machen wir es. Das heißt, ab jetzt wieder heute nur 3 Stunden und morgen dafür Mittwoch dann auch wieder 18 Uhr bis 21 Uhr. Ansonsten wird es zu lange. Genau, genau. Hallöchen zusammen. 2 kürzere Streams finde ich auch besser. Ja, wieder 2 Streamtage, das freut mich sehr. Na, ist gut, dass ihr das auch so findet. Andy von Screamfart Germany hat gemeint, er würde gerne mal wieder Podcast mit dir machen, wenn du Lust hättest. Hab euren Podcast richtig genossen. Ja, es ist zeitlich immer echt blöd, ne? Weil er ja quasi auch so sein Studio hat und da muss man halt immer auch sich live treffen. Online wäre das noch ein bisschen leichter alles, aber irgendwann wird es schon wieder mal klappen. Irgendwann wird es schon wieder mal klappen. Irgendwann kriegen wir es wieder hin. So. Was trinke ich denn jetzt? Ich fange mit Energy Drink an. Die brauche ich jetzt für Silent Hill. Eieieiei. Ich muss euch echt sagen, ich bin froh, wenn wir mit Silent Hill fertig sind. Ich finde das Spiel echt auch stressig, ne? Ich finde es nicht nur gruselig und unangenehm, sondern dadurch, dass die Steuerung auch wirklich klobig und komisch ist. Und ich bin jetzt wieder komplett raus. Ich muss erst wieder reinkommen. Es wird furchtbar. Stresst mich das Spiel auch tatsächlich. Ganz schön.
Hi, die Uhr. Alles fit bei mir. Genau. Morgen auch Silent Hill. Vielleicht kriegen wir es sogar fertig. Ich habe mir gedacht, wenn wir mit Silent Hill durch sind, na, das beenden wir. Silent Hill, glaube ich, beenden wir jetzt den ersten Teil. Und dann fangen wir wieder an mit einem normalen Resident Evil Stream und einem Bonus-Stream ab nächster Woche, denke ich mal. Und dann geht's, glaube ich, auch schon los mit Resident Evil 1 Remake. Da freue ich mich schon drauf. Und als Bonus kommt ja dann dieser super unverschämt billige Resident Evil Klon. Den müssen wir jetzt echt uns mal anschauen, weil ich habe Angst, dass der aus Steam verschwindet plötzlich über Nacht so, ne? Das oh Gott, das schauen wir uns aber nur ganz kurz an. Und dann Eternal Darkness. Und ich habe auch schon eine sehr coole Idee für das nächste Bonusspiel. Aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Würde ich sagen. Ich habe übrigens, wartet mal kurz. Wartet mal ganz kurz. Nee, schade. Ich habe übrigens noch keine Informationen über Holy, die ich mit euch teilen darf. Aber morgen. Aber morgen, es gibt wieder was Cooles. Aber da kann ich heute leider noch nicht drüber reden. Die Resident Evil 1 steuert, nee, vielleicht ist das Gewohnheitssache, Übungssache, ich weiß es nicht. Aber mit der Resident Evil Panzersteuerung, der klassischen, komme ich viel besser klar als mit der Silent Hill Steuerung. Gerade im Kampf, es fühlt sich ganz... Also, ich habe den zweiten jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt, aber ich habe das Gefühl, im ersten, der fühlt sich noch irgendwie viel... ich kann es nicht genau sagen, nicht so gut an. Der zweite funktioniert für mich schon besser. Eternal Darkness war so eine Perle. Ja, das ist großartig. Hab's als Kind geliebt und neben Resident Evil 1 und Turok am meisten Angst vorgehabt. Ja, Eternal Darkness ist wirklich ganz toll, da freue ich mich auch drauf. Hey! Das Knuddel, dankeschön! Dankeschön für die 5 verschenkten Subs. Das ist super nett von dir. Guckt euch das an, das Glas ist komplett leer. Aber jetzt wird's aufgefüllt. Juhu! Wo sind die ganzen Sachen hin? Die werden nicht so lange gespeichert anscheinend. Just_Smithy ist jetzt ein Bird Rider. Coolio, dankeschön. Okay. Shadowblade LV3 ist jetzt ein Bird Rider. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie die Steuerung geht. Moment. Okay. Okay. SG5756 kriegen wir schon hin. Cool, vielen, vielen Dank, das Knuddel. Super nett von dir. Ich find's lustig, es sind immer die gleichen Namen, die Abos geschenkt kriegen, habe ich das Gefühl. DQ1303 ist jetzt ein Bird Rider. Eternal Darkness finde ich stressig. Die ganze Runenmagie ist etwas kompliziert, finde ich. Kann ich verstehen, wenn man das nicht, wenn man das System nicht kennt, ne? Wo kann ich denn gleich nochmal die Karte aufrufen? Wenn man da diese Runenmagie mal verstanden hat, ist die eigentlich gar nicht so schwer und noch dazu voll cool, weil du kannst quasi schon Zauber wirken und freischalten, zu denen du das Rezept noch nicht verstanden hast. Wenn du verstehst, wie es funktioniert, weißt du? Wenn du dann mal weißt, aha, jetzt nehme ich hier die Ich-Rune und die Projizieren-Rune und verstärke die noch zweimal und dann, ja. Aber das verstehe ich, dass man da erst, dass man da reinkommen muss. Aber im Endeffekt brauchst du irgendwie 3 Zauber oder so. Im Endeffekt legt man sich 3 Zauber auf die Schnelltasten und dann hat man alles, was man braucht. Ah, nein! Ups. Ich hatte einen Affe gebissen. Non-konform ist jetzt ein Birdrider. Was passiert? Mr. Non-konform, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Freut mich riesig. Das ist super nett von dir. 9 Monate. Twitch-Baby-Zeit. Ich finde das so weird, ne? Aber das sagt man so anscheinend.
Kann man da weiter? Nein. Hund, du störst. Ich muss wahrscheinlich die Treppe runter. Ich habe keine Ahnung. Schnell, gehen wir in das kleine Schiff da. Gut. Geschafft. Oh Gott. Bin gerade süchtig nach deinem Fallout New Vegas Let's Plays. Vielleicht, ich habe tatsächlich mal überlegt, ob wir irgendwann mal, ne, also das kann noch ein paar Monate dauern oder so, aber ob wir vielleicht nochmal ein Starfield Let's Play, vielleicht auch mit Streams starten. Es ist kein Fallout 5 geworden, es ist nicht das Spiel, das ich erhofft habe, aber es kommt dem so ein bisschen am nächsten, ne? Ich weiß nicht, ob ihr da Bock hättet. Were you the one who cut the fence? Yeah. I'm glad you made it. I was worried about you. You were worried? Where did you disappear to? Never mind. I want to know what's going on here. What is with this town? This may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy. I'm not fooling around. At first, I thought I was losing my mind. But now I know I'm losing my mind. It's not me. This whole town. Natürlich, ich bin nicht verrückt. Die Stadt ist verrückt. Alle, nur ich nicht. Little by little, the invasion is spreading. Trying to swallow up everything in darkness. I think I'm finally beginning to understand what that lady was. Fallout London. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Hold on a minute. I don't get it. Look, I don't understand it all myself. I guess I can't explain it. Well, what's making this happen? I don't know that either. But I do know Cheryl is there. There? Under whoever created this darkness. Cheryl is somewhere and she needs my help. Ich befürchte, auf Fallout 5 können wir noch lange warten. Und selbst wenn es kommt, wird's gut. Hm? Hoffen wir es. Sybil, ich habe mit Starfield auch aufgehört. Mich hat's auch nicht gepackt. Aber vielleicht so, ne? Im Stream oder so gemeinsam. Dahlia Gillespie. Was it not, as I said? I see it all now. Yes, everything. Ja, Fallout 76 habe ich durchgespielt, als es rauskam, und hat auch eine gute Zeit damit, aber das führe mich auch durch. Das fange ich auch nicht nochmal an. And what's more, the task is almost finished. There's only two left. To seal this town to the abyss, the mark of Samael. When it is completed, all is lost. Jetzt geht Silent Hill erst richtig los. Das lese ich von euch jetzt, glaube ich, zum fünften Mal, seit wir angefangen haben. The dead will walk and martyrs will burn in the fires of hell. Everyone will die. Aber jetzt geht's so richtig, richtig los. It is simple. Stop the demon. Und jetzt geht's noch viel loser als vorher. The demon taking that child's form. Stop it before your daughter becomes a sacrifice. Before it is too late. Ich kann da so ein bisschen mit euch reden und mir die Cutscenes anschauen. Das geht. Ich krieg's schon mit. Außerdem, was die schwafel die nur vor sich hin. And to the center of the amusement park. Make haste. Ich habe schon gelernt, dass ich in den Cutscenes mitlesen sollte oder aufpassen sollte. Weil das Spiel sagt mir teilweise nicht, wo ich hin muss, wenn ich nicht in den Cutscenes aufpasse. Vielleicht spielen wir auch vor dem Remake, bevor das Remake erscheint, schauen wir uns vielleicht nochmal Silent Hill 2 an, oder? Dann können wir das so nacheinander spielen und haben so einen direkten Vergleich. Das fände ich vielleicht ganz cool.
with that. Can you stop it? What about Sybil? Ja, what about Sybil? Alle gehen. Alle sind Batman. Na gut. Alle, sobald man sich wegdreht, sind sie weg. Ich habe Fallout 76 alleine einmal komplett durchgespielt und habe dann nochmal versucht, mit Freunden und Familienmitgliedern das nochmal neu zu starten. Aber das hat mich nicht mehr gehuckt und die anderen auch nicht wirklich. Okay. Hi, Puzzles. Interessieren dich auch so Games wie Abe's Oddworld? Das habe ich zwar, also das habe ich damals nie gespielt, aber im Rahmen vom Coffee Cake and Game Podcast hat Michael mir das mal so als Hausaufgabe quasi empfohlen und da musste ich das spielen. Da habe ich das dann zum ersten Mal gespielt. Ich weiß nicht mehr genau welcher Teil, aber fand das schon sehr cool. Und ich habe da auch überlegt, ob man da ein Lore-Video dazu machen könnte. Überlege ich tatsächlich immer noch, weil die Lore von dem Spiel ist schon sehr interessant und sehr düster. Es gibt nur wenig Spiele, würde ich fast sagen, mit so einer krass düsteren Story eigentlich. Also so Hintergrund-Lore, ne? Das ist schon sehr krass und das würde man dem Spiel vielleicht auch gar nicht so auf den ersten Blick zutrauen. Aber finde ich schon sehr cool. Aber weiß ich auch nicht. Ist halt viel Aufwand und müsste ich mich halt auch erst ein bisschen reinarbeiten. Und dann ist immer die Frage, für was? Nein! Nein! Ich meine immer, ich bin tot. Ich bin aber gar nicht tot. Naja. Einfach laufen, Harry. Ich habe keine Ahnung, ob wir noch richtig sind, Harry. Einfach weiterlaufen. Irgendwo hier muss ein Vergnügungspark sein, hat die alte Frau gesagt. Ich habe auch nicht das Gefühl, aber lauf einfach weiter. Oh Gott, was war denn da gerade im Eck? Ach so, irgend so ein Fliegending. Harry! Wir sind in der Sackgasse. Verdammt nochmal. Ah. Kam der jetzt drauf, weil 2021 ein neuer Ape-Teil herausgekommen ist? Ah ja, ja, ja. Sybil geht zum Vergnügungspark. Ich gehe zum Leuchtturm. Ja, ich hab's mir gedacht. Auf der Karte steht Leuchtturm. Ich verstehe nicht warum, aber ist okay. Ich weiß, dass wir auch noch zum Vergnügungspark müssen, ne? Aber anscheinend jetzt noch nicht. Okay, lauf. Ach, diese Passagen sind einfach auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich bin kein Fan davon. Weil das Spiel will ja offensichtlich nicht, dass wir hier kämpfen, ne? Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Insofern möchte das Spiel, dass wir hier durchlaufen und ich finde es irgendwie komisch. Sind nicht meine Lieblingspassagen, muss ich sagen. Es könnte übrigens... Ich muss mal noch ein bisschen investigieren, Leute. Ich sage euch... Ich sage mal jetzt noch nichts dazu. Solange der Zustand auf grün ist, brauchst du nicht heilen. Das hat mich eben gerade irritiert, dass der Zustand auf grün war. Weil ich so oft getroffen wurde davor. Und es könnte sein, weil ich ein bisschen am Emulator rumgeprobiert habe und geguckt habe, was es alles so an Einstellungen noch gäbe und so, dass ich versehentlich Cheats aktiviert habe und dass wir jetzt unsterblich sind. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es rausfinden. Weil ich wurde jetzt auch wieder ein paar Mal getroffen und unsere Lebensenergie, gucken wir mal, ist immer noch grün. Aber wisst ihr was? Ist auch okay. Ich frage mich nur, ob noch andere Cheats aktiv sind. Ob wir unendlich Munition haben oder so ein Blödsinn. Keine Ahnung, gucken wir mal. Ich werde ihr alle mit meinem Brecheisen verhauen. Oh. Weirder Leuchtturm. Stand da gerade, warten Sie? Damn, I was
was too late. War das seine Tochter? Hat er gerade seine Tochter gesiezt? Das wäre schon sehr lustig. Wenn der, aber ich glaube, das war nichts halt, oder was? Ich weiß nicht, wer es war. Aber ja, ich finde es trotzdem lustig. Selbst was zur Hölle? Okay, ich laufe jetzt einfach mal ins Dunkle. Aha, so weit geht's dann doch wieder nicht. Selbst wenn, finde ich es in der Situation irgendwie lustig, dass man so höflich ist und sitzt. Warten Sie, junge mysteriöse Frau, die gerade so ein komisches Ritual vollzogen hat. Nun warten Sie doch, Gnädigste. Gehen wir wieder runter, Harry. You are the chosen one. nicht direkt, okay. Kann wer ein gutes Spiel auf PlayStation für bis 20 Euro? Ich habe an Silvester, haben wir wieder sehr viel Loriot geguckt. Es ist schon immer noch sehr großartig, ne? Ich kann dir bestimmt viele gute Spiele auf der PlayStation für 20 Euro oder weniger empfehlen. Ich traue mich wetten, dass wir da viele finden. Aber da müsste ich jetzt irgendwie einen Shop offen haben und eine aktuelle Preisliste, weil ich nicht weiß, was wie viel kostet. Und was du schon hast und was für Spiele du gern spielst. Nein, Hunde! Warum könnt ihr hier die Treppe hochlaufen? Ja, wir sind wahrscheinlich eh unsterblich. Es ist eigentlich eh wurscht. Okay, jetzt. Nee, warte mal. Hä? Habe ich was übersehen? Ihr dürft mich gerne jetzt an der Stelle spoilen, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Habe ich was übersehen? Muss ich nochmal in den Leuchtturm? Oder passt schon? Soll ich jetzt wieder zurücklaufen? Weil jetzt weglaufen und dann doch wieder hinlaufen, das wäre nervig. Timesplitters 2. Ich weiß zwar nicht, in welchem Kontext das hier gerade genannt wird, aber es ist ein verdammt großartiger Shooter gewesen. Jetzt muss ich Sybil folgen zum Park. Okay, gut. Und der Park ist... wo? Ah, ich sehe schon. Einfach die Straße entlang. Okay, Harry. Dann laufen wir wieder. Aha, Cutscene, sehr gut. Das ist gut, ne? Da kommuniziert das Spiel mit einem und sagt einem so, hier, Cutscene. Das heißt, wir sind richtig. Dammit. Ich hätte nur einen Schritt weiter gehen müssen, dann hätte mir das Spiel das eh gesagt. Timesplitters 2 war schon großartig, ne? Das war ja von den Free Radicals. Und das war ein Team, das hat sich aus ehemaligen Rare-Mitarbeitern zusammengesetzt, nachdem Microsoft Rare aufgekauft hat. Und dann war Rare leider irgendwie kaputt, ne? Also die Übernahme von Microsoft hat Rare nicht gut getan. Scheint sind die coolen Leute quasi weggegangen und haben die Free Radicals gegründet. Und Timesplitters 2 war basically so ein bisschen der Nachfolger von Perfect Dark, wenn man so will. Und das war schon ein verdammt gutes Spiel. Hat super Riesenspaß gemacht. Dieser ganze wacky Zeitreise-Aspekt und so, das war großartig. Wie Harry da mit dem Spieler spricht, sorgt dafür, dass ich rechtzeitig ankomme. Ach so. Passt schon. Lauf, Harry! Ich finde es irgendwie lustig, dass hier der Gehsteig immer noch so eine Holz... Auch in der dunklen Welt ist der Gehsteig noch intakt. Nur die Straße ist irgendwie zum Gitter geworden. Ach, wobei, das ist auch so Blech, ne? Okay, Harry, jetzt haben wir ein Problem. Ah, da oben ist aber irgendwie ein Pfeil. Kommen wir irgendwie anders dahin, Harry. Lauf mal hier so entlang. Aha, da ist eine offene Tür und ein Hund wartet schon auf uns da drin. Aha, Kanalisation Teil 2. Haben sie ja vorher sogar gesagt, ne? Okay, let's go. Puh.
Onimusha, das ist doch auch von Capcom, ne, dieses Spiel. Das ursprünglich, glaube ich, wenn es das ist, das ich meine, hätte das ursprünglich von den ersten Konzepten her wirklich so ein Resident Evil im feudalen Japan werden sollen und hat auch noch ganz stark so die Anleihen, aber das hätte noch viel mehr in die Richtung Survival Horror gehen sollen. Das ist auch ein Spiel, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, dass wir uns das anschauen. Das habe ich nämlich auch noch nie gespielt. Ich habe keine Karte. Na wunderbar. Aber ich höre schon wieder Eidechsen. Harry, wir laufen jetzt hier durch. Nein! Dammit! Shit. Ich habe vergessen, wie man angreift. Jetzt. Das ist schon gemein, dass da einfach einer an der Decke hängt, ne, und runterklopft. So, jetzt gucken wir nochmal ins Inventar. Ja, wir sind definitiv unsterblich. Okay. Hey, Leute, ich find's cool. Ich find's gut. Ich werde trotzdem ernsthaft spielen. Keine Sorge. Haben wir uns... Ich habe mich jetzt schon verlaufen irgendwie. Ich muss mich echt mal ein bisschen mit der Story von Silent Hill 1 beschäftigen. Weil ich habe das Gefühl, die Bezüge zur... Also man würde ja Silent Hill 2 so interpretieren, dass... die ganze Stadt im Grunde. Oh, wo kommen denn die her? Euch habe ich wirklich nicht vermisst. Ihr hättet da bleiben können, wo ihr hingehört. Ins Krankenhaus. Ihr weirden kleinen Maulwurf-Dinger. Warum reagiert denn mein Radio eigentlich nicht auf die? So, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ah, die waren in der Schule, du hast recht, die waren in der Schule, nicht im Krankenhaus. Die hätten in der Schule bleiben sollen. Ich würde so gerne eine Karte von dem Platz finden. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen oder ist das neu hier? Oh Gott, oh Gott. Naja, wahrscheinlich ist es neu. Hatten die schon immer so lange Arme oder ist das jetzt ein neuer Gegnertyp hier? Oh Gott. Nein. Harry, wir sind umzingelt. Vielleicht laufen wir doch einfach durch. Wäre halt leichter, wenn ich wüsste, wohin wir durchlaufen müssen, ne? Das ist das Problem. Oh Gott, was war das? Ich will's gar nicht wissen. Laufen wir einfach. Es ist schon so, ich finde die, diese super niedrig auflösende Grafik einfach auch gruselig. Das hat so einen Charme. Das ist so ein bisschen uncanny. Es fühlt sich einfach ungut an. Das ist vielleicht einfach nur, weil ich mit solchen Spielen aufgewachsen bin. Das waren die Horrorspiele meiner Kindheit. Das hat sich vielleicht einfach eingebrannt. Ich weiß nicht, ob das jüngere Menschen nachvollziehen können, dass dieser Stil einfach auch einen gewissen Horror ausstrahlt. Es gibt nicht umsonst viele Indie-Spiele, die absichtlich genau so einen Stil für sich nutzen. Mir geht's auch so ein bisschen mit Stop-Motion so. Ich finde so diese, haben wir eh schon mal drüber geredet, ne? So diese haklige, abgehackte Stop-Motion-Grafik in alten Filmen finde ich irgendwie super unheimlich. Es gibt immer so Videos, wo irgendwelche KIs diese ruckeligen Bewegungen hochrechnen und ich denke mir immer so, okay, das verliert einfach alles. Ah, da ist ein Schattenbaby. Das verliert den ganzen Charme und den ganzen Gruselfaktor. Aber wahrscheinlich ist es wirklich einfach das, mit dem er aufgewachsen ist. Aber es ist schon einfach auch unangenehm, finde ich. Uncanny einfach. So fast echt, aber irgendwas stimmt nicht so irgendwie.
Es fühlt sich falsch alles an hier. Das macht Silent Hill 1 schon einfach verdammt gut, dass das so Sachen wie Nebel und Dunkelheit eben wirklich, was eine technische Limitation halt einfach war, ausnutzt als Stärke für die Stimmung. Das ist schon sehr gut. Du hast darüber geredet, dass du dich mit der Story von Silent Hill auseinandersetzen wolltest. Genau. Gerade Silent Hill 1 scheint ja Silent Hill ein bisschen anders. Und auch der dritte Teil, ne? Die interpretieren ja Silent Hill wieder ein bisschen anders. Ich mag die Interpretation, dass Silent Hill im Grunde den Leuten ihre eigene Psyche vorführt. Aber das trifft ja, glaube ich, so zumindest nicht auf das zu, was wir hier sehen. Oh, wir werden von einem kleinen Maulwurfwesen verfolgt. Ich sehe fast überhaupt nichts, aber es ist da. Ich bin mir ganz sicher. Hauen wir mal drauf. Genau. Hey, ich habe voll vergessen, dass man die Gegner treten kann, wenn sie am Boden liegen. Müssen wir mit dem Riesenrad vielleicht fahren? Können wir mit dem Riesenrad fahren, Harry? Steig, spring in eine Gondel. Von da oben sehen wir wahrscheinlich gar nichts, weil alles stockdunkel ist. Naja. Gleich kannst du die rote Flüssigkeit benutzen aufs Karussell. Ich habe mir mal angeguckt, welche Enden es gibt und wie man die kriegt. Und mit der roten Flüssigkeit habe ich einfach nur zufällig quasi tatsächlich anscheinend ja einen wichtigen Punkt. Also ein wichtiges Element mitgenommen. Aber wir hätten ein paar andere Orte noch besuchen müssen, die komplett optional sind. Wir hätten Silent Hill ein bisschen mehr erkunden müssen, damit man wirklich das gute Ende kriegt. Aber ist ja wurscht. Ich nehm, was wir kriegen können. Hauptsache irgendein Ende. Hauptsache der Albtraum hier endet. Es ist mir mittlerweile wurscht, wie er endet. Ich will nur, dass es aufhört. In Silent Hill 1, 3 und Origins hat es nichts mit der Psyche des Spielers, ja, beziehungsweise der Hauptfigur, ne, zu tun. Sondern mit irgendeinem Sektenkult. Ich mag den die Silent Hill 2 Ansatz, den mag ich sehr viel mehr. Ich war doch gerade schon, muss ich nochmal in die Kanalisation? Muss das sein? Oh. Zombifiziert. Hat sie uns jetzt erschossen? Was, und jetzt soll ich hier irgendwo rote Flüssigkeit benutzen, oder was? Das Karussell fängt an, sich zu drehen. Ja, keine Ahnung. Ich hau sie einfach jetzt. Komm. Au. Die rote Flüssigkeit auf Sybil schütten. Okay, das mache ich. Das kriegen wir hin. Das Gute ist, ich habe so viel Heilung noch übrig. Ne? 10 Erste-Hilfe-Kästen, Ampulle. Es ist eigentlich, glaube ich, wurscht. Es ist mir sogar ganz recht, dass wir unsterblich sind, weil dann sterben wir nicht durch irgendeinen blöden Gegner. Wow, gibt einem das Spiel da irgendeinen Hinweis, dass man das an der Stelle machen kann und sollte? Ja, wie soll man da drauf kommen? Aha, ein Parasit. Es ist basically Resident Evil 4. Bam, bam. Sybil. Wake up. Snap out of it. Sybil. Harry. What happened? Shh, don't talk. I'll take care of you. Ja, der Parasitenkick war schon lustig gerade, ne? Aber dass man da überhaupt keinen Tipp von dem Spiel kriegt, ist krass. Wie kommen Leute immer auf sowas, frage ich mich. But you know, Cheryl isn't my biological daughter. I actually haven't told her yet. She probably already knows anyway, though.
We found her abandoned on the side of the highway. Nobody knew where she came from. We didn't have any kids of our own. My wife was sick. And it didn't look like she was getting any better. So we took Cheryl in. So in that case... There might be some connection between Cheryl and Holy Cheryl. Energy mit Kaugummi-Geschmack ist eingeführt in den Organismus. Jetzt habe ich Power fürs Finale. Cheryl is my daughter. I will save her no matter what. Das ist schon auch eine geile Kameraperspektive, finde ich. Das meine ich, der Stil ist einfach echt auch gut. Das Spiel arbeitet sehr gut mit den technischen Limitationen der PlayStation und macht die sogar zu einer Stärke. Und dann hat sie eben auch noch echt einen guten Stil. Ist schon cool. Nach Silent Hill kommt im Doppelpack quasi hauptsächlich Resident Evil 1 Remake und Eternal Darkness. I don't know who you are or what you're trying to do and I don't care. Just one thing. Silent Hill ist ein Spiel, das man fast nur richtig spielen kann, wenn man die Komplettlösung benutzt. Hm. Oder man lässt sich halt echt viel Zeit und erkundet sehr genau. Aber selbst das mit dem Blut auf Sybil, also... Ja. Das Ende ist noch ein Stück. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir es heute schaffen, aber das muss auch nicht sein. Wir haben keinen Stress. Oh, das UFO-Ende! Wir haben's! Nee, Quatsch. Scherz. Hey, das sieht genauso aus wie in Baldur's Gate 2, das Ding, das Shadowheart hat, diese Pyramide, oder? Falls ihr das gespielt habt. Eben, so ältere Spiele hatten ja oft den Anspruch, die Idee, dass man es öfter durchspielt und nicht nur einmal und sich wirklich damit beschäftigt. Where's Cheryl? Where is she? Alessa. This is the end of your little game. Mama? Huh? Could she be... You've been a ghastly little pest, haven't you, Alessa? Alessa! Irgendwie ist alles ein bisschen leise, oder? Ich mach mal ein bisschen lauter. Achtung! Nicht, dass euch die Trommelfelle platzen, ich mache nur ein bisschen lauter. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen leise. Alexa hat gerade mitgeredet. Das weiß sie leider nicht. But what a pity, yes? Now you're half indebted to this man for his help. Hey, what are you talking about? Alessa. My dear little girl, there is one thing left I need you to do for me. No! Get away from me! Muss man es nicht mindestens einmal durchspielen, damit man das UFO-Ende überhaupt kriegen kann? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon. Teleportation! Ende. Oh, und jetzt sind wir wieder im Krankenhaus. War irgendwas davon echt? War es ein Traum? Ist das ein Traum? Wer träumt was? Und wer träumt das alles? Lisa. Ist Harry nur eine Figur in einem Traum? What happened? Where's Alessa and Dahlia? Harry, listen. Something you said before has been bothering me. I just can't get it out of my head. What is it, Lisa? So I went to look in the basement. Even though I was scared as hell.
Like you said, there were these creepy rooms. Ich bin echt gespannt, ob wir noch ein gutes Silent Hill kriegen. Ich glaube nicht an Silent Hill 2 Remake. Ich glaube nicht, dass das Blooper-Team das schafft. Aber es gibt ja noch andere Projekte, ne? Unter den vielen, vielen Sachen, die Konami da angekündigt hat, vielleicht ist ja was Gutes dabei. Hallo, Carter. Harry, help me. I'm so scared. I can't take this. It's only a temporary thing. You're in shock from when you were knocked out. Don't fret about it. You'll remember after a while. No. You don't understand. Wait! Where do you think you're going? Hi, Tower. Wie geht's? Diese Geräusche von dort unten, sie kommen aus dem Keller. Moment, sind wir jetzt wirklich wieder im Krankenhaus? Was? Ich habe aber keine Kontrolle. Sollte ich Kontrolle haben über Harry? Ah, ich habe Kontrolle. Irgendwie hatte ich gerade keine Kontrolle und ich habe keine Landkarte. Carter, was ist denn los mit dir? Ha? Was ist denn los mit dir? Dicker Kerl, du. Ich muss jetzt Silent Hill spielen, leider. Hm? Kannst du noch 1-2 Stunden warten? Dann habe ich Zeit. Bei mir ist auch alles gut, dankeschön. Okay. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo wir sind und wo wie wir hin müssen und wie das Krankenhaus aufgebaut ist. Aber das Spiel wird mich schon ans Ziel führen irgendwie. Blooper Team meinst du? Ich habe weder Vertrauen in Konami noch ins Blooper Team, dass die das gut hinkriegen. Zu viele Red Flags, zu viele Sachen haben die gesagt und haben die gezeigt, die zumindest darauf hinweisen, dass die Silent Hill 2 nicht gut umsetzen werden können. Gameplay von Silent Hill 2 ist auch nicht Brett. Das ist zum Beispiel ein guter Punkt, dass sie gesagt haben, die möchten jetzt ein bisschen weggehen vom psychologischen Horror und mehr hin zum guten Gameplay. Das ist so ein Satz, wo ich mir dachte, ja, okay, ihr habt Silent Hill 2 echt gut verstanden. Dankeschön, ihr macht das bestimmt ganz hervorragend, wenn ihr weg vom psychologischen Horror und hin zum Actionspiel geht. Gut, Blooper Team. Das ist nur eines von vielen Indizien. Lass doch mal die Samtpfote mitspielen. Ich habe mir das wirklich schon so oft gedacht. Bei Katzen ist das ja eher schwierig, ne? Aber bei Hunde habe ich mir schon gedacht, dass es noch keine Spiele gibt, die man gemeinsam mit seinem Hund spielen kann. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Guitar Hero oder so, ne? So ein Rockband. Mit extra so Gerätschaften, die Hunde benutzen können. So ein Laufband oder irgendwas. Und dann kann man irgendwie mit dem Hund im Spiel interagieren. Ich habe auch keine konkreten Vorstellungen, wie das aussehen soll. Aber ein Mensch-Hund-Multiplayer-Spiel, das fehlt. Ich weiß auch nicht genau, welche Impulse dann irgendwie ausgelöst werden, auf die der Hund reagieren könnte. Es ist alles nicht so... Aber in meinem Kopf macht das total Sinn, ne? Ich verstehe es aber selber noch nicht. Nee, Geister. Also, Geisterkinder sind jetzt hier in Silent Hill wirklich das Letzte, was ich irgendwie noch interessant oder gruselig finde. Das erwarte ich ja. Also, das ist ja schon... Weißt du, da haben sie die Horrorschublade nochmal ganz unten irgendwie so die ältesten Klischees rausgesucht. Für Silent Hill-Verhältnisse quasi wirklich langweilig. Das ist ein bisschen gemein. Musste ich da jetzt... Ich weiß gar nicht. Ich habe zweimal geklickt, weil ich es mir gedacht habe. Aber vielleicht hätte ich gar nicht zweimal klicken müssen. Aber wenn, sind das so Rätsel, die ich hasse. Weil da kann es einem sehr gut passieren, dass man nur den Schraubentier nimmt und denkt sich so, ach ja, guck, habe ich ja alles mitgenommen. Und dann, bam. Oh, wartet mal ganz kurz. Ich bin sofort wieder da. Ich muss schnell die Tür aufmachen. Die ist zugefallen. Und der Kater will raus. Vielleicht muss er aufs Klo oder so. Moment. Ja, Kabel.
So. Du meinst eher, das war so ein Hinweis, das Geisterkind, wo ich hätte hingehen müssen. Ja, wir finden schon irgendwas. Irgendwas werden wir schon irgendwo finden. Oh nein. Ah, oh, ich verstehe. Signalis. Habt ihr Signalis gespielt? Signalis ist ein absolut großartiges Spiel. Kann ich euch dringendst ans Herz legen. Vielleicht spielen wir das auch noch als Bonusspiel irgendwann. Aber wenn ihr Silent Hill mögt und Survival Horror mögt und so, schaut euch Signalis an. Ganz, 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 ganz großartiges Horrorspiel. Super viele Silent Hill Referenzen. Also man findet sehr viel. Jetzt, wo ich Silent Hill 1 gespielt habe, verstehe ich noch viel mehr quasi die Anspielungen in Signalis. Toll. Ist ein deutsches Spiel, ne? Die deutsche Videospiellandschaft hat eh in den letzten Monaten sehr gelitten. Viele große Studios sind weg. Auch Piranha Bytes geht es ja scheinbar sehr schlecht, ne? Da wurde schon drüber berichtet, dass die wirklich schon zugemacht haben. Die haben jetzt ein Statement veröffentlicht, wo sie gesagt haben, hey, gebt uns noch nicht auf, vielleicht können wir uns noch retten. Aber es wäre schon schade um Piranha Bytes, ne? Von Gothic bis Elex haben die schon irgendwie immer interessante und coole Spiele gemacht. Fände ich sehr schade. Eine alte Uhr in ihres Mitte. In ihres Mitte befindet sich eine quadratische Öffnung. Wirklich? Der Zeiger der Uhr, er ist ein Schlüssel. Ich komme nicht heran, wegen des Uhrenglases. Ich weiß schon, dass es grammatikalisch richtig ist, aber ich komme nicht dran, wegen des Uhrenglases, fühlt sich einfach super unnatürlich an. Das würde kein normaler Mensch jemals irgendwie sagen. Ich komme nicht an den Zeiger. So, weißt du, wenn man sagt, hey, kannst du mir die Uhr vorstellen? Ja, ich würde die Uhr gern vorstellen, aber ich komme nicht an die Zeiger wegen des Uhrenglases. Es ist des Uhrenglases geschuldet, dass ich die Zeiger nicht... Ah, warte mal, aber ich habe doch einen Schraubenzieher. Vielleicht funktioniert der ja hier. Ich weiß es nicht. Nein. Schade. Und die Zange? Nein. Schade. Hätte ja sein können, ne? Hätte ja sein können. Aber ich sehe auch keine Schrauben und nix. Naja. In Silent Hill 3 gibt es das Laserschwert aus Star Wars als Bonuswaffe. Piranha muss es einfach überstehen. Ja, gucken wir mal, ne? Die Videospiellandschaft in Deutschland ist ziemlich am... kollabieren gerade. Ich höre Flügelgeflatter. Der Vogelkäfig ist abgeschlossen. Alles klar. Und da ist ein Schloss dran und die Uhrenzeiger sehen aus wie ein Schlüssel. Hä, aber kann es eigentlich sein, dass das so ein bisschen so war, dass sich die Rätseldesigner von dem Spiel in der Schule noch echt Mühe gegeben haben und hinten raus hatten sie irgendwie nicht mehr so richtig Bock oder so? Ich habe das Gefühl, die coolsten Rätsel haben wir hinter uns. Und auch die schwierigsten. Die, wo man wirklich ein bisschen nachdenken muss und so. Aber gucken wir mal, was jetzt hier noch auf uns wartet. Ne? Ich will es nicht zu voreilig jetzt hier sein, aber da hatten wir noch irgendwas von wegen hier der Storch und der Rabe und der Pelikan und dann musste man da irgendwie die Transferleistung bringen, dass das ja immer schwarze und weiße Vögel sind wie Klaviertasten und so weiter. Ne? Ihr wart dabei, ihr wisst, wovon ich rede. Und jetzt hier ist es eigentlich nur noch so, oh guck mal, das sieht aus wie ein Schlüssel, aber du kommst nicht hin und hier ist ein Schlüsselloch, aber du hast den Schlüssel noch nicht. Aha, ein Schlüssel im Wasserhahn. Da verstecke ich meinen Schlüssel auch immer, aber verratet es keinem. Ich habe meine. Das ist gar kein so schlechter Platz, glaube ich, oder? Man hat ja oft so Ersatzschlüssel in einem Fake-Stein oder so. Würde ich nie machen. Aber in einem Fake-Wasserhahn im Garten.
Da würde niemand nachschauen, oder? Man schraubt dann so auf und dann kann man den aufklappen und da ist der Ersatzschlüssel drin. Finde ich eigentlich gut. In plain sight verstecken. Aber sobald jemand, also sobald man wüsste, dass es sowas gibt, wäre es alles andere als sicher. Aber wenn das ein Einzelstück ist, aber jetzt habe ich's gesagt, jetzt kann es keiner mehr machen, der hier dabei war. Aber ich bekomme ihn nicht heraus. Wie stark ich auch ziehe. Aber wir haben eine Zange. Vielleicht können wir damit aufdrehen. Ja, endlich funktioniert mal was. Oh. Wir haben die Schlüsselleitung geöffnet. Wenn wir jetzt noch weiter aufdrehen, kommen noch viel mehr Schlüssel raus, glaube ich. Da ist irgendwo im Keller ein Schlüsseltank. Der versorgt alle Leitungen im Haus mit Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich weiß auch nicht, ob wir... Finden wir noch eine Karte hier von dem Ort, weil ich bin komplett lost. Aha, das ist nicht der Schlüssel für das Schloss hier. Ah, dammit. Die Kronkorken. Ich kann es euch auch nicht sagen, was ihr mit der Währung machen sollt. Ich weiß auch nicht. Das soll Twitch. Twitch soll sich da gefälligst was einfallen lassen. Die haben diese komische Währung eingeführt, die man kriegt fürs Zuschauen. Was weiß denn ich? Ich habe die nicht gemacht. Okay, ich gehe den Gang nochmal nach ganz hinten und wir gehen nochmal alle Türen nach. Das Wort Haggith. Haggith. Irgendwo, ich habe nicht aufgepasst, ist vielleicht irgendwo im Hauptgang eine verschlossene Tür, wo Ophelia draufsteht. Ah, den Ophelia-Schlüssel verwendet. Sehr gut. Ich glaube, hier gibt es keine Karte. Ja, in Signalis gibt es auch ein Gebiet, das, in dem die Räume nicht logisch miteinander verbunden sind. Aber da kann man sich eine Karte zeichnen. Könnte man hier auch, ne? Okay, hier müssen wir irgendwas eingeben. Ob die Lösung vielleicht sogar schon hier draufsteht? So. Die Liste des Grimmen Reapers. Das haben wir schon mal gelesen, ne? Ich habe mir sogar irgendwo schon mal Notizen dazu gemacht, aber ich glaube, ich habe den Zettel weggeworfen, weil ich mir dachte, den brauche ich eh nicht mehr. Ja. Code Veronica? Nee. Naja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das brauchen. Deswegen mache ich mir kurz Notizen. 35. Ach, wisst ihr was? Nee. Die Tafel ist direkt neben dem Schlüsselfeld, da können wir nachgucken. Wenn ich weiß ja noch nicht, nach was ich Ausschau halten muss aktuell. Okay. Eine Waage mit einer 2. Ein Krebs mit einer 10. Fische 0, das sollte ich mir vielleicht aufschreiben. Leute, haltet euch mit Spoilern zurück. Wenn ich euch frage, dann sagt mir gerne, wie es weitergeht. Aber es gibt Rätsel, die will ich allein lösen. Da will ich die Lösung gar nicht sehen. Ich schreibe mir jetzt mal auf. Waage 2. Krebs. 10. Sind Sternzeichen offensichtlich. Fisch. 0. Und Steinbock. Steinbock 4. Okay, gut. Und da ist ein Stier. Muss ich mich da jetzt irgendwie mit Sternzeichen auskennen, damit ich das lösen kann? Wahrscheinlich, oder? Ich mach mal schnell im Browser irgendwie die Monate. Ich hab keine Ahnung von Steinböcken. Hi Katja. Von Steinböcken?
Ich habe mehr Ahnung von Steinböcken als von Sternzeichen. Würde ich behaupten. Sternzeichen, Tierkreiszeichen, Wikipedia. Du musst mir eigentlich irgendwie nur, glaube ich, so die Reihenfolge mal sagen, oder? Widder. Also, okay, jetzt wartet mal. Waage ist hier die 2. Waage ist in Wirklichkeit im September. Okay. Fisch ist die 0. Fisch ist in Wirklichkeit im Februar. Oh, das macht alles keinen Sinn. Damit hat das, glaube ich, nichts zu tun erstmal, ne? Steinbock wäre die 4. Steinbock ist Dezember bis Januar. Da stehen viele Informationen. Okay. Wartet mal. Ich will hier nochmal aus dem Menü raus, bitte. Weil auf dem komischen Heizungskasten sind noch andere Symbole hier abgebildet. Ah, damn it. Okay. Hier ist der Schütze. Und hier sind die Zwillinge. Das Rätsel hat mir damals den letzten Nerv geraubt. Ich bin gespannt. Es beut mich bitte echt nicht. Ich mag so Rätsel. Die dürfen auch ruhig echt schwerer sein und so. Ich habe mich ja gerade noch beschwert, dass die guten Rätsel in der Schule alle schon vorbei waren. Aber ich habe gerade echt keinen Anhaltspunkt, was mir das sagen wollen würde. Wir haben ein Schild in der Haupthalle, aber das hat damit wahrscheinlich nichts zu tun. Ich kenne, ja genau, wenn es ist, dann frage ich euch. Wenn ich frustriert bin, dann frage ich euch. Aber jetzt, eine Sache könnt ihr mir kurz sagen, bitte. Kann ich das Rätsel jetzt schon lösen? Oder muss ich erst noch woanders hin und finde da irgendeine Notiz, die mir hilft oder so? Das würde ich gerade gern wissen. Weil wenn ich jetzt hier rumstehe und mir den Kopf zerbreche und im Endeffekt, ne, muss ich erst irgendwie den Zettel finden, wo drauf steht, der Steinbock hat den Stier erschossen. Und dann weiß ich, dass der Steinbock nach dem Stier kommt oder irgendwie sowas. Das kannst du direkt so lösen. Okay, alles klar. Waage 2. Krebs 10, Fisch 0, Steinbock 4. Puh, okay. Wartet mal. Ich denke, ich gehe mal ganz weg von Sternzeichen. Ich versuche mal nicht an Sternzeichen zu denken. Es sind auf dem Bild mit den Fischen 2 Fische drauf. Und hier sind Zwillinge. Und die Zahl von ist aber 0. Es gibt kein 0. Es gibt keine 0. Ich drücke einfach mal die 2 und schau, was passiert. Aha, ich muss irgendwas einstellen. Hallo, Armin. Okay, 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 wartet, wartet, wartet. 10. Ich sehe hier 10 Extremitäten. Die abstehen vom Körper. Und hier haben wir 2 Dinger, die vom Zentrum weggehen. Okay, 0, okay, von mir aus. Und hier haben wir 4 Beine. Vielleicht hat's was damit zu tun. Der Widder hat 4 Beine und 2 Arme. Dann würde ich hier mal die 6 eingeben. Vielleicht ist es viel einfacher, als ich dachte. Wenn es wirklich das ist, ey. Hier hätten wir dann 4 Beine. Ich weiß nicht, ob man die Hörner hier mitrechnen sollte. Keine Ahnung. Oder den Schwanz, ne? Und Zwillinge haben insgesamt 8 Extremitäten.
Es war so viel leichter, als ich dachte. Ich habe schon wieder viel zu kompliziert gedacht. Ich habe schon wieder Wikipedia-Artikel über Sternzeichen mir durchgelesen. Und in Wirklichkeit muss ich die Beine zählen, ne? Naja, okay. Gut. Okay. Cool. Aber das ist schön. Ich mag so Rätsel. Ich finde Silent Hill hat sehr schöne Rätsel. Mag ich wirklich gerne. Die sind nicht zu schwer, aber man kommt sich sehr clever vor, wenn man es geschafft hat. Gefällt mir sehr gut. Hier, wie hieß gleich nochmal... Ah, nein. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Wie heißt denn gleich nochmal das Spiel, das vor kurzem erst, nee, vor ein paar Jahren oder so erschienen ist, das so ein klassisches Survival-Horror-Spiel war, das auch wirklich gut war, von dem jetzt auch ein zweiter Teil kommt, wo man so eine Frau spielt mit so einer Bandagen-Augenklappe. Sieht ja oldschoolig aus und so. Auch vom Stil her. Mir fällt der Name nicht ein. Keine Chance. Souls. Tortured Souls. Nee, aber ganz knapp davor. Wartet, ich hab's gleich. Tormented Souls. Tormented Souls. Auch ein gutes Spiel. Da gibt's auch sehr gute Rätsel. Das wollte ich nur sagen. Okay. Names engraved on the lithograph. The Grim Reaper's List. Yes, the head count is set. Young and old lined up in order of age. Okay, warte, das muss ich... Ich schaue mir noch mal schnell die Übersetzung davon an. Namen sind in eine Steinplatte gemeißelt. Die Liste für des Sensenmanns. Anzahl der Köpfe ist korrekt. Jung und alt in einer Reihe geordnet. Nach dem Lebensalter. Dann öffnet sich der Pfad. Sie erwarten der Aufschrei des Wahnsinns, das Fest des Todes. Ich schätze mal, der letzte Absatz ist mir wurscht, oder? Aber ich muss die Namen auf der Liste nach Alter sortieren. Die Anzahl der Köpfe ist korrekt, jung und alt, in einer Reihe geordnet, nach dem Lebensalter. Das mit den Anzahl der Köpfen verstehe ich nicht ganz, aber okay, okay. Moment mal, ah hier. So. Sind die Zahlen die Lebensalter? Wahrscheinlich. Was soll ich da jetzt sortieren? Ich kann die jetzt schon sortieren der Reihe nach, aber was sehe ich dann eigentlich? Brauche ich die Vornamen, die Nachnamen? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal die Vornamen einfach sortiert nach Lebensalter. Dann hätten wir A, Al, Ale, Alert, Alert. Dann hätten wir Alert. Das klingt schon mal gut. Anders mit den Nachnamen hätten wir Lüfbümwe. Ich versuche mal Alert erst, würde ich sagen. Und danach versuchen wir Lüfbümwe, falls das nicht funktioniert. Nice. Ich mag die Rätsel in dem Spiel. Das war jetzt schon sehr leicht. Okay. Hey, 2 Sekunden. Na, vielleicht lieber 1 Minute Pinkelpause. Ich bin sofort wieder da. 2 Sekunden. Das wird knapp. Ich versuch's aber. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Hi, Coffee, Cake and Games. Wo bin ich? Hier bin ich. Tada! Da sind wir wieder. Okay, let's go. Muss das Spiel gerade so leise sein?
Ja, anscheinend. Dann ist schon gut. Ich dachte, der Sound wäre schon wieder kaputt. Kartons. Mein schlimmster Albtraum. Nichts Nützliches. Du hast nicht mal reingeguckt, Harry. Wer weiß, wahrscheinlich ist da eine Panzerfaust drin. Ein Körper liegt ausgestreckt auf dem Bett. Mir ist gar nicht danach zumute, ihn näher zu untersuchen. Das kann ich verstehen. Aber wahrscheinlich sind da Panzerfäuste drunter, Harry. Oh oh. Ach, okay. Das Amulett von Salem. Irgendwo darin, ja. Solid Snake steckt irgendwo in diesen Kartons wahrscheinlich. Und wenn ich der wäre, würde ich in Silent Hill einfach nicht mehr rauskommen. Ich würde in dem Karton für immer leben, einfach. Ich glaube, Snake hätte keine Probleme in Silent Hill. Snake ist halt nicht irgend so ein Harry oder so ein James. Ne? Ich glaube, die Kreaturen in... Der hat schon wesentlich Schlimmeres bekämpft. Auch so semi-übernatürliches und tatsächlich Übernatürliches. Natürlich, ne? Wer Psycho Mantis fertig macht, der muss vor Silent Hill keine Angst haben, glaube ich. Der steckt einfach seinen Controller in den zweiten Slot. Easy. Solid Snake gibt es jetzt gerade im Fortnite freizuspielen übrigens. Werde ich machen. Den will ich schon haben. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry? Nein, 5 ist großartig. Ich liebe Metal Gear Solid 5. Ich mag alle Teile, aber der ist mein Lieblingsteil. Aber ich muss auch sagen, ich mag auch den Spin-off für die PSP echt gerne. Und der ist eigentlich der Vorgänger von Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid 5 ist in Wirklichkeit Metal Gear Solid Peace Walker 2. Ist einfach wirklich so. Metal Gear Solid 5 sollte nicht Metal Gear Solid 5, sondern Peace Walker 2 heißen. Ich geh mal lieber. Ich geh dann mal. Lisa. Wir hätten 10 Verbandskästen im Inventar, Harry, ne? Wir hätten hier vielleicht 1, 2 da lassen können. Kann ich wieder reingehen jetzt? Ich kann wieder reingehen. Oh Gott. Ich will gar nicht, glaube ich. Ich hab Angst. Aha. Es ist ein Tagebuch auf dem Boden. Bitte den Arzt, mich von der Pflege dieser Patienten zu entbinden. Es ist zu unheimlich. Noch am Leben, aber mit unheilbaren Wunden. Habe dem Arzt gesagt, dass ich kündige, will nicht mehr in diesem Krankenhaus arbeiten. Das Zimmer ist voll mit Insekten. Selbst bei geschlossenen Türen und Fenstern kommen sie herein. Zum Krankenhaus. Was? Fühle mich schlecht. Muss erbrechen, aber nichts kommt heraus, erbreche nur Galle. Blut und Eiter fließt aus dem Wasserhahn in der Toilette. Okay, ich muss sagen, nach der ersten Zeile dachte ich mir, Moment mal, du willst kündigen, weil du irgendjemanden behandeln musst, der Wunden hat, die nicht heilen wollen? What? Ist irgendwie dein Job oder so? Keine Ahnung. Aber er ist schön langsam, verstehe ich. Schön langsam kommen wir der Sache näher hier. Ich versuche es zu stoppen, aber der Hahn lässt sich nicht zudrehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwie bei einem Patienten im Zimmer wäre und egal in welches Zimmer der kommt, überall kommt Eiter und Blut aus dem Wasserhahn. Was weiß ich jetzt auch nicht. Ist das dann ein Fall für... Soll ich da dem Chefarzt oder dem Hausmeister Bescheid sagen? Brauche Medikamente. Hilfe. Das ist ein Fall für Dr. Hausmeister. Der Arzt, dem die Wasserhähne vertrauen. Genau, beiden, ja. Wir brauchen eine Kombination aus beidem.
So, habe ich irgendwas Nützliches jetzt bekommen aus dieser Cutscene oder so? Wir haben noch den Schraubenzieher. Ah, genau. Dieses komische Pentagramm-Amulett. Der Zeitstein. Wo haben wir den gleich nochmal her? Ah, ich weiß nicht, wo wir den her haben, aber den hätte ich obviously in die Uhr pflastern sollen, ne? Ah, bin ich dumm. Dann hätten wir den Zeigerschlüssel mitnehmen können. Und dann hätte ich wahrscheinlich aus dem Käfig. Oh, nein. Ich speichere mal. Flip. Ich schüttel gerade nur den Kopf. Fast jeder kämpft mit den Tränen. Nein, wirklich? Ich nicht. Ich kannte die Person nicht. Ich weiß nicht, wer das war. So. Oh! Alles wird gut, Leute. Lisa, tut mir leid. So, ah, was? Nein, oh, cool, wollte ich sagen. Ich bin komplett orientierungslos durch das Krankenhaus gelaufen. Und hier wollte ich hin. Dass ich das jetzt gefunden habe, ist unglaublich. Unglaubliches Glück einfach nur. Okay, aber das heißt, der Schlüssel ist überhaupt nicht für den Vogelkäfig, ne? Sondern für, ich glaube, irgendwie hier die Tür am Ende des Ganges war, glaube ich, die Hagebuttentür oder so. Genau. Haggith. Sag ich ja. Das ist halt auch ein Unterschied, ne? Das stimmt schon. Ob ich spiele... Oh, das Geräusch gefällt mir gar nicht. Ob man Spiele alleine spielt oder im Stream oder als Let's Play, das fühlt sich alles unterschiedlich an. Hier im Stream ist es ja fast ein bisschen so, als würde man irgendwie im Wohnzimmer auf der Couch mit anderen Leuten sitzen. Und da hat man natürlich ein ganz anderes Feeling auch. Oh oh, ich höre schon wieder Gegner. Ah! Lauf! Oi. Der Hammer ist schon sehr gut, aber ein bisschen langsam. Wenn die gemein gewesen wären, hätten die das easy so machen können. Easy, dass die Krankenschwestern schneller zuhauen können als der Hammer. Und dann wäre es wirklich gemein. Im Stream ist ja eher so wie mit Freunden einfach so ein bisschen rumblödeln. Eben, ne? Eben. Bei Let's Play ist es immer so ein bisschen eher wie eine Therapie. Da führt man einfach stundenlang, wenn man mehrere am Stück aufnimmt oder so Selbstgespräche. Da kommen Dinge zum Vorschein. Und Alleinspielen ist natürlich nochmal ganz was anderes. Es ist auch wirklich so. Ich muss es auch ganz ehrlich zugeben. Ich finde die Atmosphäre von Silent Hill großartig und so weiter. Aber ich kriege das Spiel natürlich nur zu... sagen wir 70% wirklich mit. Weil ich halt immer auch auf den Chat gucke und ein bisschen auf die Technik gucke und so weiter. Ist ja eh ganz klar. Das Schloss klemmt, die Tür kann nicht geöffnet werden. Okay. Dann gehen wir, weil ich finde die Musik hier drin irritierend. Um es gelinde zu sagen. Ja, ich habe aber auch... also Horrorspiele in VR kann ich sowieso nicht spielen. Ich habe auch
Resident Evil 7 in VR nur ungefähr die erste Stunde oder so gespielt. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich mich ungern erschrecke. Und in First Person in VR, oh, was macht denn die? Erschreckt man sich einfach nur ganz anders, als wenn das auf dem Bildschirm passiert. So Jumpscares finde ich ganz unangenehm. Die machen mir keinen Spaß. Okay. Alle Krankenschwestern tot. Dann gehen wir nochmal zurück an den Anfang, damit wir hier systematisch die Türen abklappern. Und klappern tun sie wortwörtlich. Oder bin ich von da gekommen? Nee, anscheinend nicht. Gut. Okay. Deswegen schaue ich bei spielenden Cutscenen meistens nie in den Chat. Ja. Das ist auch für mich so ein Zwiespalt manchmal. Es kommt immer drauf an, wie man mit Cutscenes umgeht im Stream. Okay, wir haben irgendwas. Eine Stahlplatte ist an die Wand geschraubt. Okay, ich habe einen Schraubenzieher. Das können wir ändern, dass eine Stahlplatte an die Wand geschraubt ist. Ich weiß noch nicht warum, aber weil wir einen Schlüssel finden. Strom fließt durch den Schlüssel. Ich schätze mal, das sind irgendwie Schlüssel-Items, oder? Die wir irgendwo später dann mal einsetzen müssen. Ich habe mir überlegt, haben wir irgendwas, das nicht Strom leitet? Hat das Messer einen Gummigriff? Nee, es ist Quatsch. Okay. Ich glaube, das kriegen wir noch nicht. Eine traurige Stelle im Videospiel ist bei It Takes Two mit Fanti. Ist das dieser Endboss, der so ein niedlicher, fröhlicher Elefant ist, den man irgendwie zerstückeln muss, damit man weiterkommt? Das ist schon ein bisschen eine krasse Stelle für so ein Spiel, finde ich auch. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das ist traurig, aber es ist eher so, ich will das gerade nicht spielen, ey. Was machst du da, Spiel? Ich möchte das bitte nicht. Ich möchte hier die Knöpfe nicht drücken. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Oh, eine Kamera. Ich habe keine Ahnung, warum und für was wir eine Kamera haben. Aber okay. Oh, ich habe gerade hier überhaupt keinen roten Faden. Ey, ich hoffe, wir stolpern einfach zufällig über alles, was wir so brauchen. Ich habe keinen roten Faden und leider auch keinen Orientierungssinn. Ach Gott. Und ich hätte hier echt gerne Karte. Aber warte mal, wir können, falls ich den Aufzug wieder finde, können wir ja auch noch in den dritten Stock fahren und uns den mal angucken. Das war nicht der Aufzug. Ah, hier ist er, Gott sei Dank. Fahren wir mal in den dritten Stock. Okay. Oh Gott, Kamera, was machst du denn? Das Spiel ist manchmal schon weird. Sieht aus wie ein Altar. Was wird hier wohl verehrt? Sonst kann ich hier nichts machen. Das sieht doch genauso aus wie in dem Keller, in dem wir waren, oder? So ähnlich zumindest. Das Licht für die Zukunft. Okay. Das Licht, dass die Finsternis durchbricht. Ich glaube, ich habe aktuell kein Licht. Ich gehe mal nochmal zu den Bildern und versuche mal Fotos von denen zu machen, ne? Immerhin ist das auch irgendwie Licht. Also vorausgesetzt, da ist ein Blitz. Aha!
Okay, keine Ahnung, ich zeichne das mal auf meinen Notizblock hier. Ein umgefallener Luigi, ein schiefes Dreieck-Dingens und ein Pfeil nach schräg links unten. Tja, ich bin halt clever, ne? Ist ja nicht mein erstes Rodeo hier. Videospielrätsel sind ja doch immer gleich. Okay, Licht in die Finsternis. Wir haben ein Plus. Wir haben ein offenes Viereck nach unten. Und wir haben nochmal das... Nee, ein anderes Dreieck. Oh, ich habe mich verzeichnet. Oh, wie scheiße kann man eigentlich sein? Okay. Wenn ich die Symbole miteinander kombiniere, ich mache das mal kurz hier auf meinem Notizzettel, einfach mal so testweise, ob dann irgendwas draus wird. Mache ich mal so hier. Dann ergibt das nicht wirklich irgendwas Sinnvolles, habe ich das Gefühl. Naja, haben wir es mal gemacht. Nee, keine Ahnung, was die Symbole mir sagen wollen. Schauen wir uns mal die Türen hier an. Okay, alles klar. Alles klar. Ich habe mal wie immer zu kompliziert gedacht, ne? Let's go. Wir haben den Vogelkäfigschlüssel. Ich werde nie wieder zum Vogelkäfig finden. Vergesst es einfach. Wir können jetzt auch einfach aufhören mit dem Spiel. Ich werde in diesem Labyrinth... Nee, es war im Erdgeschoss, das weiß ich immerhin. Okay. Mal nach Zahlen im Grunde so ein bisschen, ne? Okay. Bob Ross wäre stolz auf uns. A nice little tree. Ist das da am Boden nix? Harry, sind wir uns sicher, dass das nix ist? Ich gehe wieder, ne? Wenn du sagst, das Weiße, da ist nix... Na gut, okay, meinetwegen. Das kommt mir nur ein bisschen komisch vor, dass hier nichts drin ist, außer... Du Genie. Und ja, das war ein aufrichtiges Lob. Ah, gut, dass du es sagst. Ich habe es eher als Sarkasmus wahrgenommen, aber gut. Das ist ein Botanik-Nachschlagewerk. Brauch es im Augenblick nicht zu lesen. Na gut. Ich finde dieses weiße, blutige Ding so auffällig. Ich finde es mega weird. Ich finde es auch mega weird, dass hier in dem Raum von diesem quasi sehr düsteren Bild einfach nur ein Heilmittel ist. Hä? Aber okay, wir haben jetzt den Schlüssel für den Vogelkäfig, immerhin. Das bringt uns wieder einen kleinen Schritt weiter. Nein, war wirklich aufrichtig. Deswegen habe ich es selber gelesen, wie du es... aufnehmen könntest und hab mir gedacht, nein, das musst du richtig stellen. Dankeschön, sehr nett von dir. Harry, du Idiot, in Resi wären alle dankbar dafür zu wissen, wie man Kräuter mischt. Ganz genau. Ganz genau. Falls er jetzt hier irgendwie auf so eine Pflanze 42 trifft, ne, dann... Harry ist halt wie Chris. Der kann sowieso nichts mit Chemikalien mischen und so Zeug anfangen. Ich glaube, darunter muss ich nicht mehr, oder? Ich weiß nicht. Ich gehe mal erstmal hier die Räume nochmal durch. Ich muss jetzt einfach gucken. Ich weiß nicht mehr, wo der Vogelkäfigraum war.
Oh Gott, das gibt's ja auch noch. Oh Gott. Oh Gott, Harry, wir sind komplett verloren. Mit mir am Steuer werden wir den Vogelkäfig nie wieder finden. Wir sind beim Uhrenraum. Das ist gut, weil der Käfigraum war, glaube ich, gar nicht so weit vom Uhrenraum. Aha, und hier ist noch Palek. Das ist auch gut zu wissen, dass es hier noch den Palek-Raum gibt. Ja, cool. Ist alles halb so schlimm. Aha, Palek-Schlüssel. Gut. Ja. Schön langsam haben wir's. Wobei mir Harry sympathischer ist als Chris. Ich muss auch sagen, dass mir Chris nicht sehr sympathisch ist. Aber Harry kenne ich ehrlich gesagt nicht gut genug. Habe ich jetzt im Verlauf des Spiels noch nicht gut genug kennengelernt. Hä? Moment mal. Sind die unsichtbar jetzt? Oder was ist los? Irgendwie schon ein bisschen. Der sah aus wie ein Geisterkind. Ist aber so ein Maulwurf. Du hast noch die Karte. Was? Nee, ich habe leider keine Karte. Das wäre schön. Ich hätte gerne Karte. Nimm das Grüne. Das sieht so offensichtlich aus. Überall steht so offensichtlicher Loot, der kein Loot ist. Macht mich verrückt. Okay, aber offensichtlich ist das da was, oder? Ja, da steckt ein Schwert. Nein. Ein Glied fehlt in der Kette. Naja. Oh. Aha. Dolch des Melchior. Okay. Ich kann den Ring benutzen als Kettenglied. Anscheinend richtig. Und das ist irgendwie, das soll nicht so aussehen, oder? Vertragsring verwendet. Und jetzt? Die Kette ist mit dem Ring befestigt. Und wir haben den Dolch des Melchior. Da sind wir wieder bei den drei heiligen Königen. Da heißt doch auch einer Melchior. Nee. Hätte mich auch gewundert. Okay, keine Ahnung, was wir jetzt gerade gemacht haben. Aber das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Oh oh, Cutscene. Oh. Ich verstehe. Wir haben irgendwas eingeschlossen da drin. Okay, okay. Gut. Was wäre denn passiert? Sagt's mir. Was wäre denn passiert, wenn ich das nicht gemacht hätte? Abgeschlossen. Das Wort Bethor ist eingeschnitzt. Gut, dass ich das gemacht habe. Okay, gut. Aber was wäre denn? Was wäre denn rausgekommen? Hättest du einen Ring nicht verwendet, wäre ein Tentakel aus dem Schrank gekommen und hätte dich zu sich gezogen. Ah, okay, okay, okay. Ein Ankh-Kreuz. Jetzt sind wir unsterblich. Ha, sind wir eh schon in irgendeinem Tod? Wirklich? Instant Death? Nein! Ja, meine Güte, ist das Spiel gemein. Holy shit. Da bin ich jetzt aber doppelt und dreifach froh, dass ich das gemacht habe. Meine Güte, dass das Spiel einem gleich tötet, wenn man das nicht macht. Okay, krass. Hallo. Hallo, Jurs. Crazy. Okay, Tonikum. In jedem anderen Spiel würde ich sagen, das hier ist offensichtlich ein Vorraum von einem Boss, ne? Die Musik hört auf, ich finde Heilmittel, vielleicht noch Munition. Aber ich glaube, in Silent Hill hat mich da schon öfter enttäuscht, unter Anführungsstrichen. Gelee-Bomben, wollen Sie den Beutel öffnen? Okay. Na toll, Harry. Jetzt hast du es geschafft.
die guten Chili-Bomben. Dafür haben wir den Bethor-Schlüssel. Aha, und tatsächlich auch noch Munition. Die Munition, die ich prophezeit habe, haben wir hier auch. Ja, dann gehen wir zum Endboss. Ich glaube nicht wirklich. Ich sage ja, Silent Hill ist da anders als andere Spiele. Oh. Oh. Change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why? What is keeping that child alive? I can't stand it any longer. I won't tell a soul. Promise. So please. Okay. Ich muss euch sagen, ich verstehe überhaupt nichts. Ich verstehe schon irgendwas mit Kult und so bla bla, ne? Aber ich verstehe überhaupt nichts. Das muss ich mir, wenn wir durch sind, glaube ich, nochmal angucken. Da geht für mich die Beschäftigung mit dem Spiel dann erst richtig los. Aber es ist trotzdem wirklich, wenn man sich mit der Lore von irgendeinem Spiel beschäftigen will, macht sehr viel Sinn, dass man es erstmal selber komplett durchspielt. Auch wenn man da noch gar nicht so viel mitnimmt und so viel versteht, ne, hat man es einfach mal gesehen und irgendwie so ein Gespür dafür entwickelt. Und wenn man dann die Sachen liest, ne, und so die Antworten liest und die Interpretation liest, dann macht es so klick, 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 klick. Und dann denkt man sich, ah, ja genau, da war ja die Szene und jetzt verstehe ich das endlich. Und wenn man es nicht selber gespielt hat, ist das was anderes. Dann ist es viel schwieriger, dass man reinkommt und dann versteht man Sachen auch anders. Aha, alles klar. Was war da alles? Oh mein Gott, da kann jetzt viel an die Wand geklebt werden. Das da. Und das da habe ich gesehen. Und auf jeden Fall auch das da und der Dolch. Ich habe das Gefühl, uns fehlt tatsächlich nur eine Sache. Dann können wir hier wahrscheinlich den Dungeon abschließen, oder? Kann ich die Tür noch mal sehen? Nee, kann ich nicht. Okay. Gut, dann gehen wir in die Bethor-Tür. Mit ein bisschen Glück. Was das dann hier sogar schon? Nice. Das finde ich ja cool. Genau, und auch das, dass ihr schreibt, so hier, arme Lisa, und die tut mir so leid. Dafür muss ich, glaube ich, erst verstehen, was es mit dieser Figur auf sich hat und was genau passiert ist und so, weil sonst... Ne, keine Ahnung. Ich habe keinen Bezug zu der Geschichte und zu der Figur und weiß überhaupt nichts. Ah, alles klar. Ist der Stromgenerator jetzt aus? Ja, der Stromgenerator ist stehen geblieben. Wollen Sie den Schalter drücken? Hä? Mache ich ihn ja wieder an. Ne, das will ich nicht. Moment mal, funktioniert der Aufzug ohne Strom? Weil wenn nicht... Okay, nee. Ich habe jetzt den Strom ausgeschaltet, das ist gut. Aber jetzt muss ich irgendwie mir merken... Okay, ist es vom Aufzug? Okay, okay. Ja, eben, der Aufzug funktioniert nicht ohne Strom. Aber das war... Der Schlüssel war im zweiten Stockwerk. Shit. Wäre zumindest typisch für Silent Hill, dass der ohne Strom fährt. Na, ich habe mir gedacht, ne, Krankenhaus... Könnte ja sein, dass da irgendwie ein Notstromgenerator für den Aufzug ist, dass man da nicht stecken bleibt oder so. Wenn man gerade Leute in den OP fährt oder irgendwas, wäre das halt dumm. Aber nee.
Wie komme ich jetzt in den zweiten Stock? Der Stromschlüssel war schon im zweiten Stock, oder? Der Uhrenraum. Oh, das finde ich jetzt gerade nervig. Okay, Gegner. Oh, warum sind denn jetzt die Schattenkinder böse auf mich? Was habe ich denen jemals getan? Ich habe euch nichts getan, Schattenkinder. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich dachte, ihr seid cool. Gemeinheit. Böse Schattenkinder. Okay, dann werde ich hier einfach mal alle Räume abklappern. Mach dir Eistee, das ist eine gute Idee. Ah, okay, vergesst alles, was ich gesagt habe, easy. Alles gut. Aradron-Schlüssel. Wo haben wir jetzt noch eine Aradron-Tür, die wir nicht schon mal geöffnet haben? Das sind halt andere Schattenkinder. Ich glaube, ich weiß, ja, keine Ahnung. Ich mag sie nicht. Mir waren die Alten lieber. Ne, das sind nur die Türen mit der goldenen Aufschrift. Da muss ich jetzt nach einer suchen und einfach mal versuchen. Keine Ahnung. Das wird jetzt noch mal ein bisschen durchs Labyrinth tappen. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte mich auch nicht erinnern, dass wir irgendwo mal bei einer Aratoth-Tür waren. Was nichts heißen muss. Ich habe mich sowieso komplett verlaufen. Hi, Robert. Für mich ist der erste Teil atmosphärisch immer noch der beste. Ja. Verstehe ich komplett. Verstehe ich wirklich. Ich finde den auch irgendwie viel bedrohlicher, ne? Und eben stimmungsvoller als alle danach. Auch den zweiten, den ich von der Story her und der Interpretation von Silent Hill her viel lieber mag, würde ich jetzt mal so sagen. Aber der erste fühlt sich krasser an. War hier noch eine verschlossene Aratoth-Tür? Ich glaube nicht, ne? Leider. Aber ich könnte jetzt den Generator wieder anmachen, dann können wir Aufzug fahren, falls das notwendig ist. Ah, jawohl! Aratoth-Tür. An die konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Is buried deep down in the subconscious. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, these are just stalling tactics. If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear, the promise shall not be broken. But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain, it's sure to come. But that will take time. Okay, also bis jetzt
wäre meine Interpretation vom ersten, ehrlich gesagt, dass Harry einen Autounfall vor oder in Silent Hill hatte oder irgendeiner anderen Stadt. Vielleicht gibt es Silent Hill gar nicht. Und Harry ist im Krankenhaus und liegt vielleicht im Sterben. Das wäre jetzt aktuell das, was mir Silent Hill 1 so als Möglichkeit der Interpretation gibt. Okay. Freue mich schon auf Resident Evil 4 und 6. Auf 4 freue ich mich auch schon sehr, auf 6 nicht. Aber 6 kriegen wir auch hinter uns. Fun Fact, die Schattenkinder sind nur in Deutschland Schattenkinder. Im Original sind das richtige Kinder. Echt? Krass. Interessante These. Ist das Spiel gut? Silent Hill meinst du jetzt? Ich finde die Steuerung sehr gewöhnungsbedürftig. Ich kam am Anfang ganz lange überhaupt nicht klar. Mittlerweile geht's eigentlich, aber es ist schon da so ein bisschen Kind seiner Zeit und ein bisschen altbacken. Spielerisch ist es schwierig, finde ich. Aber von der Atmosphäre her und sowas und auch vom Rätseldesign her ganz, ganz großartig. Do what Mommy tells you now. I just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. No. I don't want to do it. Ja, auf das Original Resident Evil 4 freue ich mich jetzt dann auch schon. Dauert noch ein bisschen, aber das habe ich letztes Mal vor über einem Jahr durchgespielt und vor dem Remake vom vierten. Ich bin gespannt, wie sich jetzt das Original... Ich habe keine Meldung, dass irgendwas kaputt wäre. Keine Ahnung. Läuft er? Ah, warte mal, da, hier. Okay, okay, okay. Jetzt geht's wieder. Twitch sagt mir tatsächlich, dass die Bitrate gerade nicht so gut ist. Wenn jetzt Richtung Finale mein Internet wieder dazwischen funkt, ey. Grrr, ich sag's euch, immer das Gleiche. Das war genau wie bei Resident Evil 1.5, ne? Auch im Finale, die letzte Stunde hat's mir zerschossen. Uns wird angezeigt, wieder da, jetzt geht's. Uns wird angezeigt, dass die Übertragung beendet wurde. Wie sieht's denn auf YouTube aus? Streamzeit wurde neu gestartet. Aber es läuft jetzt. Seht ihr mich jetzt? Könnt ihr mich hören? Ist da draußen jemand oder führe ich selbst Gespräche? Ich würde gern kurz ein bisschen warten tatsächlich. Ich war kurz weg. Ich würde gern kurz ein bisschen warten, weil mir zeigt Twitch immer noch an, dass die Verbindung instabil ist. Deswegen warten wir mal jetzt kurz. Weil mich würde es wirklich ärgern, wenn jetzt das Ende komplett kaputt wäre. YouTube passt, alles in Ordnung. Okay, dann vielleicht weiß ich auch nicht. Wisst ihr was, ich mache jetzt mal ganz kurz was. Vorsichtshalber, weil das hat mich bei Resident Evil 1.5 echt geärgert, dass da Teile einfach gefehlt haben, ne? Deswegen, lasst mich mal ganz kurz ein anderes Aufnahmeprogramm starten. So. Und damit nehme ich das Ganze jetzt nochmal separat auf. Einfach im Hintergrund. Vorsichtshalber, dann kann ich es im Nachhinein zusammenstückeln, falls es irgendwie wirklich gar nicht gehen sollte. Kein Bild, auch nicht, wenn ihr F5 drückt. Das ist echt doof hier, Mensch. Kein Bild, auch nicht. Also mein Kontrollstream funktioniert. Einfach mal F5 drücken auf Twitch alle, falls ihr mich hören könnt.
Deswegen lasse ich inzwischen immer neben Streams eine Aufnahme. Ja, habe ich früher auch gemacht, dass ich immer noch gleichzeitig selber aufgenommen habe. Habe ich dann aber aufgehört und dann wieder angefangen. Also jetzt mache ich es wieder, weil das halt wirklich nervig ist, wenn das passiert. Okay, die meisten sehen und hören mich. Alle anderen mal F5 drücken oder Browser neu starten oder was weiß ich was. Wir gucken jetzt mal weiter. Übers Handy geht's. Komisch. Okay. Schöne Bilder an der Wand. Interessanter Kunstgeschmack. Oh, die Treppe ist lang. Der Abstieg in die Hölle. Wix, vielen Dank für deinen Sub. Freut mich sehr. Hi, schön, dass du mit dabei bist. Dankeschön. Im vierten Monat. Finale! Ich habe das Spiel mal ein bisschen lauter gemacht. Das war sehr leise. Gerade. Ich habe es kaum verstanden, was sie geredet hat. Damn, sie hat diesen Sith Lord geworden. Es gibt, für Subs gibt's keine schlechten Momente. What are you talking about? You've seen her many times restored to her former self. I'm in no mood for jokes. Don't you see? She's right there. Alles gut, wirklich. That's absurd. Dankeschön. You are the only one who thinks so. Why? Why are you doing this? It's been a long 7 years. For the 7 years since that terrible day, Alessa has been kept alive, suffering a fate worse than death. Alessa has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare, waiting for the day to be born. That day has finally come. The time is nigh. The time is nigh. Wenn das jemand sagt, weiß man, das ist der Bösewicht im Spiel. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning. When all our sorrows will be washed away. When we return to. Was, ich wollte euch meinen Lieblingsabschnitt im Spiel verraten, von dem Spiel hier. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber spielen wir es mal durch, dann mache ich das. Ich glaube aber tatsächlich die Schule irgendwie. Hat mir schon sehr gut gefallen. Die Schule und der letzte Dungeon jetzt gerade. Der erste und der letzte waren meine Lieblingsabschnitte, glaube ich. Cheryl! Given that person no longer exists. This is a god descended among us. Das mit der Raupe und der Motte fand ich mega weird. Passt für mich gar nicht rein irgendwie. Tja, da ist sie in Flammen aufgegangen. Soll ich jetzt auf dieses leuchtende Wesen schießen mit meiner Schrotflinte? Oder soll ich sie umarmen? Ich bin mir nicht sicher. Nehm mal das Jagdgewehr.
Ah, ich habe keine Munition fürs Jagdgewehr. Moment mal, ich hab Jagdgewehrmunition. Habe ich schon wieder vergessen, wie man angreift? Kampf der Giganten. Dammit, wie kann man dem denn ausweichen? Gut, dass ich es nicht nötig habe, aber... Ja, ich weiß schon, ich mach's mir jetzt auch absichtlich leicht, weil ich hab jetzt auch keinen Bock mehr, ja. Irgendwann ist auch mal Schluss. So, mit der Pumpgun, wie sich das gehört für ein Horrorspiel. Schrumpflinte geht immer. Daddy. Cheryl. Thank you, Daddy. Danke, Goodbye. Dass du mich mit der Schrumpflinte erschossen hast, Daddy. Das war sehr nett von dir. Und jetzt zünde ich den Laden hier an. Cheryl? Can't be. Can't leave like this. This can't be happening. Cheryl? Cheryl! Ende. Ich glaube, das war das beste Ende, das man kriegen kann, offensichtlich. Ende gut, alles gut. Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass das keine gute Idee ist, wenn wir die erschießen, ne? Eigentlich. Aber was willst du machen? Hilft ja nichts. Silent Hill 1. Ey, ich bin mega froh, dass ich das jetzt mal wirklich gespielt habe selber. Freut mich riesig. Das war eine große Bildungslücke für mich. Und ich finde es sehr cool, dass ich das jetzt mal nachgeholt habe. Großartiges Spiel. Gefällt mir immer noch wirklich sehr gut. Historisch natürlich super wichtig und beeindruckend. Aber es hat auch immer noch einen tollen Stil einfach. Ja, mir ist klar, dass das nicht das beste Ende war. Das war ein Scherz. Das war offensichtlich ein sehr frustrierendes und schlechtes Ende. Oh, aber Sybil war doch am Ende. Sie müsste Harry sagen, dass alles gut wird. Das fand ich auch komisch, ne? Ich habe nämlich gesehen, dass es gute und schlechte Enden gibt und immer auch mit der Alternative, ob Sybil noch lebt oder nicht. Und bei mir hat sie überlebt. Wo war sie? Die hätte dabei sein sollen, ne? Und ich glaube, es gibt dann auch noch eine Variante, wo ein Staubsaugervertreter seinen Koffer wirft oder so. Das ist das beste Ende. Aber da hätten wir noch in irgendein Café müssen. Hat man für jede Schusswaffe überhaupt keine Munition, stirbt der Endboss automatisch. Echt, das ist ja nett. Genau, den Kaufmann meine ich. Nee, den habe ich nicht gesehen. Das meine ich mit Staubsaugervertreter. Das mit dem Koffer wäre der Kaufmann gewesen. Den hätte man retten können. Ja, ja. Schön war's. Oh oh, da kommt noch was. Sind noch nicht vorbei. Jetzt kommt das, was wir, ne? Kam mir auch schon komisch vor. Genau, das ist jetzt quasi, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das quasi das schlechte Ende, aber mit
ihr am Leben. Und das ist nochmal eine Variation zum schlechten Ende. Ah ja, jetzt kommen die... Das ist so seltsam, oder? Jetzt kommen die Outtakes. Das war so eine Zeit lang irgendwie witzig. Das haben so eine Zeit lang irgendwie ganz viele Spiele gemacht. Das war so ein Trend, dass man so getan hat, als wären das irgendwie Schauspieler und jetzt machen die Blödsinn. Aber das finde ich mega weird. Jo, hat mir auch viel Spaß gemacht und wie gesagt, fand ich sehr interessant. Sehr cool. Ich find's ein bisschen cringe, muss ich sagen. Mich würde echt interessieren, welches Spiel damit angefangen hat, welches das erste war, das das gemacht hat. Weil ich meine, das muss man ja alles rendern und animieren und so. Das ist gar nicht so leicht, so Fake-Out-Tags zu machen. Das sind ja richtige Rendersequenzen, die da gemacht werden, ne? Oder meint ihr, das Entwicklungsteam hatte da einfach ein bisschen Spaß schon von Hause aus und hat sich gegenseitig die lustigen Sequenzen gezeigt, die so gar nicht im Spiel vorkommen? Und dann haben die gesagt, wisst ihr was, das packen wir hinten an den Abspann, weil es so lustig ist. Kann schon sein. Okay, normal, Bad Ending Plus, das ist also quasi, weil sie überlebt hat, deswegen haben wir das schlechte Ende Plus. Und wir haben entweder 3 von 4 Sternen oder, ich bin mir nicht sicher, 7 von 8 oder, wir haben auf jeden Fall Sterne, wir haben ein Sterne-Ranking, ich kann es nicht interpretieren. Was da steht. 7,5 Stunden haben wir gespielt. Wir sind 5 Kilometer gegangen und 12 Kilometer gelaufen. Wir haben 142 von 204 Items gefunden, nehme ich an, oder sowas. 92 Gegner getötet. Im Nahkampf, glaube ich, 41 haben wir wirklich über 133 Gegner getötet. Das hätte ich nicht so eingeschätzt, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir hätten viel weniger gekämpft. Shooting Style. Was ist das? Ist das prozentual quasi im Grunde, oder? 60, 70, 80 kommt schon hin. Wir haben am meisten mit Short-Range-Waffen gekämpft, also mit der Pistole wahrscheinlich. No Aiming Shots. Verstehe nicht, was das bedeutet, aber gut, haben wir anscheinend auch gemacht. Is it okay to save? Ich schätze, Spiel. Das musst du mir sagen, ob das okay ist. Ich weiß nicht, von mir aus. Next 4. Aber New Game Plus machen wir jetzt nicht mehr. Hi, come closer. Okelidokeli, nice. Leute, dann wartet mal schnell. Phew. Tappen wir uns hier mal raus. Moment. Dann gucken wir jetzt in irgendwie super schlechter Kartoffelqualität, aber was soll's. Gucken wir uns noch alle Enden an, die es gegeben hätte, wie anfangs schon angekündigt. Ich muss nur schnell gucken, dass wir das sinnvoll hinkriegen. Moment. Hä? Das ist irgendwie mega weird. Warum schneidet mir das die schwarzen Ränder ab? Hä? Hab ich da? Wartet mal kurz. Nee, so kann ich es nur ziehen. Nee. Aha! Was? Das ist ja... Hä? Okay, alles klar, keine Ahnung. Aber wir kriegen das schon hin. Moment.
Okay, das sieht gut aus. So funktioniert es, glaube ich. Dann gucken wir uns jetzt mal die Enten an, die es gibt. Wir haben jetzt hier das Video, warte mal kurz, das Video heißt Silent Hill Ending 1 von 6, keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Gucken wir mal, ob wir Sound haben. Ja, okay. Ich glaube, das soll so eine Art Ziegendämon-Teufelwesen sein. Man erkennt es ein bisschen schlecht, ne? Ändert sich eigentlich auch der Bosskampf, wenn man den Dämon kriegt, oder ist der Ablauf im Grunde der gleiche? Also steht das Wesen auch stationär und schießt rum. Hallo. Hi, Arista Deathbird. Vielen, vielen Dank für deinen Sub im 15. Monat. Mir geht's wunderbar. Dankeschön. Eigentlich immer das Gleiche. Der fliegt. Ach so, okay. Geh ins Licht. Ah ja, da ist der Kaufmann. Guck, den man eben retten kann. Der Staubsaugervertreter, der Licht aus seinem Kopf verschießt oder so. Ach, dann kommt sogar die Krankenschwester wieder und tötet den Kaufmann. Das verstehe ich gar nichts mehr. Ist der Kaufmann nicht ein Drogendealer oder sowas? Ich weiß, vergesst es. Keine Ahnung. Ich werde mir das mal angucken. Mein Gott, aber das Ende ist ja viel länger. Hat er auch verdient, der Sack? Okay, weiß ich nicht genug. Drüber. Ist jetzt im Grunde seine Tochter irgendwie neu geboren mit diesem Baby? Will uns das Spiel das sagen? Oder ist das überhaupt seine Tochter? Aha, und hat Lisa abhängig gemacht. Aha, okay. Ich verstehe. Ist das immer noch Ende 1? Ja, das gehört noch dazu. Die glückliche Familie. Jetzt neu. Good as new nail perfect. Ah, das ist jetzt das zweite Ende, wo Harry ins Nagelstudio in Silent Hill geht und sich dann eine Immobilie kauft, weil sie ihm so gut gefällt. Dann fahren alle mit ihren kleinen Buggys hin. Von dem habe ich schon gehört. Nee, Ende 2. Gucken wir mal, was da anders ist. Die Tochter 2.0 kann man so betrachten. Okay. Fusion aus Alessa und Cherry. Dingsel, ja. Ja, genau, das weiß ich schon, dass das quasi die Hauptfigur im dritten Teil ist. Aber wie das jetzt mit seiner Tochter, die er eigentlich sucht, zusammenhängt, das verstehe ich nicht hundertprozentig. Alessa sollte missbraucht werden, diesen Gott des Kultes zu gebären. Um das zu verhindern, spaltet sie ihre Seele und eine Hälfte der Seele war dann Cheryl. Jetzt hat Alessa etwas Ähnliches getan.
Okay, okay, okay. Cheryl ist tot, sie verschmolz ja mit Alyssa. Ich glaube, wir haben hier so ein bisschen so eine Ethan Winters-Situation, ne? Wann hat Cheryl aufgehört zu existieren und wo hat dieses neue Baby angefangen zu existieren und war Cheryl ohne Alyssa überhaupt schon jemals irgendwie Cheryl oder was oder so? So in die Richtung. Bis jetzt alles ziemlich gleich, oder? Ich habe keinen Unterschied festgestellt bis jetzt. Gehen Sie in die Hölle. Unterschied war jetzt nur, dass Sybil nicht dabei ist. Genau, stimmt, du hast recht, die ist nicht dabei. Das ist jetzt quasi das gute Ende. Das, was wir vorher gesehen haben, war das gute Ende plus quasi und das ist jetzt das normale gute Ende ohne plus. Dann wäre am Schluss wahrscheinlich keine glückliche Familie. Okay, Ende Nummer 3. Das könnte jetzt schon eher das Ende sein, das wir bekommen haben. Ich meine, ist das Ende wirklich so schlecht? Ich meine, Cheryl stirbt und so, ne? Aber ihr sagt ja, die war schon immer tot, wenn man es genau nimmt. Und basically haben wir sie erlöst. Ich meine, es ist besser als nix. Besser als wenn der Kult seinen neuen Gott in die Welt geboren hätte, würde ich sagen. Er bekommt keine neue Tochter. Okay, das stimmt. Aber ich glaube, weißt du, wenn die neue Tochter existiert ja jetzt gar nicht. Der ist es wahrscheinlich relativ wurscht, ob die jetzt existiert oder nicht. Und Harry, irgendwie weiß ich auch nicht. Seine Tochter stirbt immer, ne? Seine echte. Also, der hat halt dann eine Ersatztochter. Ich finde alle Enden nicht optimal, aber... Vielleicht verstehe ich es auch nur noch nicht so ganz. Okay, und jetzt kommt das ganz schlechte Ende. Das ist, glaube ich, auch das kürzeste. Das ist, glaube ich, das wir bekommen haben, nur ohne Ohrfeige am Ende. In unserem Ende kriegt Harry wenigstens noch eine Ohrfeige. Dann hat er nicht gar nichts. Er kriegt kein Baby, aber immerhin eine Watschen. Hier kriegt er einfach nichts und stirbt in den Flammen. Es wird in unserem Ende zumindest impliziert, dass Harry zumindest irgendwie noch gerettet wird von Sybil, ne? Cheryl! Aber hier ist jetzt wahrscheinlich Schluss. Ja. Ach, guck mal! Das ist mein Autounfallende, von dem ich geredet habe. Das ist das, wie ich jetzt Silent Hill beim ersten Mal durchspielen auch gelesen hätte. Okay, irgendein blaues Medaillon wird hier am Karussell benutzt. Auf dem Leuchtturm. Ah, dann kommt das UFO-Ende. Hm. Kann man dann da das Ende echt schon auf dem Leuchtturm auflösen? Dann spart man sich den ganzen letzten Dungeon. Okay. Es ist so ein Pixelbrei, ne? Aber man erkennt schon ungefähr, was das sein soll. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair. Ah!
Ich muss sagen, ich mag das schlechteste Autounfallende. Das gefällt mir. Aber das ist natürlich noch besser, das stimmt. Das ist das einzig wahre Ende, logisch. Das wissen wir alle. Aber abgesehen davon, dass das auch einen eigenen Abspann kriegt, so Star Wars-mäßig, ist sehr gut. Großartig. Das wird in Aliens schon sehr lustig. Ja, das ist super. Also, dass das einzig wahre Ende ist, ist klar. Aber von den Fake-Enden finde ich das mit dem Autounfall eigentlich sogar am coolsten, muss ich sagen. Alien in Silent Hill und wahrscheinlich die gleichen wie in Fallout. Warte mal, ich überspringe mal den Abspann. Kommt da noch was? Nee. Aber das war nur das Ende 5 von 6. Wir kriegen jetzt noch ein sechstes Ende. Ah, das ist das, wo Harry ein ganz neues Baby kriegt. Und Windel wechseln muss. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsende. Das Pampers-Ende. Das geht dann noch mal so ein bisschen weiter, ne? Nachdem die geflohen sind. Ach so, das sind nur die Outtakes, das sechste Ende. Alles klar. Nee, da hat da die Outtakes das extra Ende geklatscht. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir heute fertig werden. Jetzt bin ich wieder in der blöden Situation, dass es erst 7:45 ist, aber ich weiß nicht mehr, was wir jetzt machen. Deswegen würde ich sagen, dass wir morgen in aller Frische um 18 Uhr uns hier versammeln, um, ich denke, ja, Resident Evil Remake zu starten, das erste. Das Remake vom ersten Teil. Wartet mal kurz. Nicht, dass ich mich vertue. Resident Evil Dingsel. Hilfe. Und dann machen wir ein bisschen länger, nämlich. Einfach morgen, genau. Nee, oh Gott, ich hätte es fast vergessen. Oh, wir starten morgen überhaupt nicht mit Resident Evil 1 Remake. Es gibt da noch ein gewisses Spiel, das wir vorher natürlich noch spielen müssen. Ein gewisses Resident Evil Spiel, das zwischen Survivor 2 und Resident Evil Remake erschienen ist und das ich fast vergessen hätte, nämlich Gaiden. Natürlich, morgen starten wir mit Resident Evil Gaiden. Okay, das ist deswegen ganz gut, weil Resident Evil 1 und 0 habe ich nur auf PlayStation 4 als Disc und die Discs, die Spiele sind doch irgendwo in einem Umzugskarton. Ich habe keine Ahnung wo, hätte ich schon gefunden, aber dann kann ich die Kartons noch verpackt lassen und dann spielen wir morgen erstmal Gaiden, das Game Boy Color Spiel. Nice. Spielst du auch die anderen Silent Hill Teile? Würde ich nicht ausschließen, aber kann ich jetzt auch nicht sicher sagen. Aber es gibt nämlich so viele Bonusspiele, so viele Survival-Horror-Spiele, so viele Spiele, die im Entferntesten mit Resident Evil zu tun haben, die ich spielen will, vorher erstmal. Aber die Reihe hier läuft ja noch eine ganze Zeit und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir auf jeden Fall noch in andere Silent Hill-Spiele reinschauen. Auf jeden Fall. Cool, Leute. Dann schauen wir uns morgen Gaiden an. Das habe ich witzigerweise vor noch gar nicht allzu langer Zeit fast durchgespielt. Und ja, gucken wir mal. Ich finde Gaiden gar nicht so schlecht wie sein Ruf. Es ist nur manchmal echt verwirrend. Und wenn man nicht weiß, wo man hin muss und einfach durch Schiff irrt, dann ist es echt frustrierend. Aber es ist teilweise sogar irgendwie ein bisschen cool. Könnt ihr echt gespannt drauf sein. Ich freue mich drauf. Genau, machen wir jetzt Schluss. Machen wir morgen ein bisschen länger. Ist eh cool. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Subs, für die Abos, für die Bits, für alles. Und morgen 18 Uhr starten wir in Resident Evil Gaiden. Wenn wir da gut durchkommen, könnten wir das auf einmal schaffen, oder?
Moment. Mal gucken, ob das realistisch ist. Ah, wird knapp, wird knapp. Werden wir nicht auf eine Sitzung schaffen. Aber gut. Bis morgen dann. Gute Nacht. Tschüss.